Hallöchen Puppelchen und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Ich habe versprochen, dass ich regelmäßig YouTube machen werde. Und zwar habe ich mir gedacht, ihr wisst es vielleicht, ich bin ein kompletter Essence-Fan. Ich finde, Essence ist so die beste und vielfältigste Marke aus der Drogerie. Deswegen habe ich mir gedacht, wir werden heute ein komplettes Make-up nur mit Essence-Produkten schminken. Von Augenbrauen zu Foundation bis hin zu Setting Spray, auch der Beauty Blender, alles wird von Essence sein. Und ich freue mich auf jeden Fall auf das Video und bin sehr gespannt, weil es gibt ein paar Dinge, die ich selber von Essence nicht so oft benutze. Deswegen weiß ich nicht mehr ganz genau, wie die funktionieren, beziehungsweise wie die für mich funktionieren. Wenn ihr irgendwelche Produkte davon kennt, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare, wie ihr sie findet. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du jetzt schon mal den Kanal abonnieren würdest, um mich zu unterstützen. Ich bin nämlich ganz neu auf YouTube. Und ich würde mich natürlich auch über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch das Video gefällt. Wie ihr bestimmt unschwer erkennen könnt, trage ich schon Augenpads. Und ich glaube, ich habe Lust, ein bisschen zu spoilern. Die sind nämlich auch von Essence. Allerdings wird es die erst Mitte September geben. Deswegen müsst ihr euch ein bisschen noch gedulden. Ich möchte aber nicht so sehr auf die Augenpads eingehen, weil die noch ein bisschen geheim sind. Und ich gar nicht weiß, ob ich das jetzt hier schon verraten darf. Wahrscheinlich nicht. An dieser Stelle, sorry Essence. Aber wir fangen direkt an mit den Augenbrauen. Und wie ihr seht, habe ich keine Augenbrauen. Bevor wir mit dem Make-up starten, brauchen wir natürlich ein fancy Haarband. Und das Haarband sitzt. Ich hole den Spiegel jetzt mal ein bisschen näher. Das kann sein, dass ihr den im Bild seht. Lasst euch davon nicht beirren. Also wie ihr wirklich unschwer erkennen könnt, habe ich nur halbe Augenbrauen. Das liegt daran, und ich werde echt diesbezüglich richtig oft danach gefragt, ich rasiere mir die Augenbrauen immer bis zur Hälfte ab, weil ich ja sehr viel auch Kreatives mache. Also ich mache ja sehr viel Bodypainting und so, und da ist es einfach besser, wenn man seine Augenbrauenform selber bestimmen kann. Bei mir geht die Augenbrauenform natürlich eher so richtig weit runter und dann kann ich nicht so viel mit Lidschatten arbeiten. Deswegen rasiere ich sie immer bis zur Hälfte ab, um dann quasi selber bestimmen zu können, wie ich meine Augenbrauen gerne hätte. Ich kann sie zum Beispiel gerade machen, ich kann sie sehr rund machen, ich kann sie eckig machen, und deswegen kurz zur Erklärung, warum meine Augenbrauen nur zur Hälfte vorhanden sind. Ich habe hier drei Augenbrauenprodukte von Essence, und bei Augenbrauenprodukten muss ich sagen, greife ich eher ein bisschen mehr zu Maybelline oder L'Oreal, deswegen bin ich nicht so vertraut mit den Augenbrauenprodukten von Essence. Allerdings war ich heute im Rossmann und habe mir ein paar neue gekauft. Ich habe hier einmal den Essence Brow Powder and Define Pen. Ich habe ihn in der Nummer 04 Deep Brown, und der hat einmal so eine Kissenseite. Das ist sehr komisch, weil das ist hier hinten, habe ich selber noch nie gesehen bei einem Augenbrauenstift, und ich habe diesen Stift auch noch nie benutzt. Das ist halt quasi wie so ein Stempel. Und auf der anderen Seite ist es ein ganz normaler Augenbrauenstift in so einer Tropfenform. Als zweiter Augenbrauenstift habe ich der Essence Micro Precise Eyebrow Pencil. Es tut mir so leid für meine Aussprache. Ihr kennt mich mittlerweile, ihr wisst, ich kann Produktnamen einfach nicht aussprechen. Vor allem nicht, wenn ich noch so ein bisschen nervös bin. Der soll extrem fein sein und der soll auch noch wasserfest sein. Das können wir vielleicht auch probieren. Und den habe ich in der Farbe 03 Dark Brown. Also ich persönlich bevorzuge immer Augenbrauenstifte, die ein bisschen feiner sind und nicht so dick. Deswegen werde ich jetzt den hier zuerst benutzen für vorne. Aber damit wir den anderen auch testen, werde ich den anderen natürlich auch benutzen. Ihr seht, ich probiere mir vorne so Fake-Härchen reinzumalen, damit meine Augenbraue einfach ein bisschen länger und fülliger aussieht. Die Preise von den verschiedenen Produkten werde ich euch natürlich auch einblenden, damit ihr so einen Überblick habt. Und wenn ich mir die Mühe mache, werde ich auch alle Produkte in der Infobox verlinken. Also schaut jetzt mal in die Infobox und schaut, ob ich die Sachen verlinkt habe. Wenn nicht, war ich eindeutig zu faul. Dann tut's mir leid. Also der Augenbrauenstift von Essence gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich habe den wirklich schon ganz, ganz lange nicht mehr benutzt und musste ihn mir deswegen auch neu kaufen. Aber der schaut eigentlich ganz gut aus. Für vorne gefällt der mir extrem gut, weil er halt sehr fein ist. Und jetzt kommen wir mal zu dem, wo ich wirklich denke, der wird mir nicht gefallen. Ich fange einfach jetzt mal an mit der Seite, wo der Augenbrauenstift dran ist. Und zwar ist er eben in dieser Tropfenform, und der scheint sehr dick zu sein. Und ich mag so dicke Dinger nicht. Ups. Also der Augenbrauenstift ist nicht so pigmentiert wie der andere und lässt sich echt schwerer handhaben. Den mag ich nicht so gerne, einfach weil er mir zu dick für einen Augenbrauenstift ist. Und man kann einfach nicht so präzise damit arbeiten.
Können wir übrigens kurz darüber reden, dass ich mir eine Rolex gegönnt habe? Aber bitte macht kein Auge. Ich zeig's euch auf 3, 2, 1. Hater würden sagen, es ist fake. Okay, los. Ich bessere die Augenbraue jetzt gleich noch aus. Allerdings will ich jetzt erstmal dieses Puder hier, also nicht dieses Puder, sondern dieses Kissen hier benutzen. Also das ist schon ziemlich komisch, weil das stempelt man wirklich so drauf. Und ich weiß nicht ganz genau, für was das gut sein soll. Ich werde es jetzt einfach mal an der hinteren Ecke von meiner Augenbraue ausprobieren. I don't like this. I am so sorry, Essence. Also dieses Teil... Also dieser Augenbrauenstift an sich mag ich überhaupt nicht. Ich finde, die Mine ist zu dick und ich finde dieses Kissending hier, finde ich voll unnötig. Also der Augenbrauenstift würde bei mir einen Daumen nach unten geben, aber der filigrane Augenbrauenstift, der hier, der wird von mir einen Daumen nach oben kriegen. Hey, wir kriegen Besuch. Hi, Bibi. Sag doch mal Hallo zu meinen Zuschauern. Okay, ich bin Katzenmama, deswegen müssen wir ihn jetzt ertragen. Ich habe jetzt wirklich eine Weile gebraucht, um meine Augenbrauen auszubessern. Sie gefallen mir immer noch nicht zu 100%, aber besser kriege ich es jetzt einfach auch nicht hin, denn ich würde gerne weitermachen. Und ich habe hier ein Produkt, das ist wirklich ein All-Time-Favorite irgendwie von jedem. Dieses Ding ist wirklich durch dick und dünn mit Essence irgendwie gegangen. Das ist einfach so ein Produkt, was jeder schon mal hatte. Ich wette darauf, dass ihr dieses Produkt kennt. Und dass ihr das auch habt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe es mir jetzt neu gekauft. Und zwar ist es das Essence Lash & Brow Gel Mascara Style & Comb. Das ist eben dieses durchsichtige Augenbrauengel, was mir persönlich nichts bringt, weil meine Augenbrauen extrem dürrisch sind. Also meine Augenbrauen brauchen wirklich schon Haargel oder wirklich ein extrem starkes Augenbrauengel. Und das hier würde ich krass jüngeren Leuten empfehlen. Also wenn ihr zum Beispiel euch so neu anfängt zu schminken oder euch so ein bisschen für die Schule oder so herrichten möchtet, dann holt euch unbedingt dieses Augenbrauengel. Das ist perfekt geeignet für Anfänger und kann man immer auftragen. Es ist sehr natürlich. Man sieht jetzt nicht den krassesten Effekt, weil es halt durchsichtig ist. Aber ich denke, für Jüngere oder so, die halt nicht so viel an ihren Augenbrauen machen und vielleicht so schöne, perfekte Augenbrauen haben, ist es auf jeden Fall zu empfehlen. Die Lash & Brow Mascara würde ich allerdings trotzdem mit einem Daumen oben bewerten, weil ich weiß, dass viele das lieben und als ich jünger war, habe ich das auch ständig benutzt. Deswegen kriegt es auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Es ist halt so ein Klassiker. Ich nehme jetzt mal die Augenpads ab. Die kommen Mitte September, ihr wisst Bescheid. Wenn Essence fragt, ich habe nichts gesagt. Excuse me? Wenn ihr meine TikTok-Videos schaut oder mich schon vielleicht auf Instagram oder so abonniert habt, ich meine, so heiße ich auf Instagram und auf TikTok, ihr könnt da mal vorbeischauen, dann wisst ihr, dass ich diesen Primer liebe. Ich liebe diesen Primer, der ist einfach der beste Primer aus der ganzen Drogerie, egal ob von Rossmann, von Müller oder von DM. Das ist wirklich ein krass guter Primer und den kriegt man für so wenig Geld und der macht einfach alles, was das Herz begehrt. Und zwar ist es der Skin Loving Sensitive Primer Moisturizing and Nourishing. Hey Siri, was bedeutet Nourishing? Kannst du das wiederholen? Moisturizer and Nourishing. Das heißt nahrhaft. Auf jeden Fall ist es wirklich ein extrem guter Primer. Ich benutze ihn super gerne und der ist bei mir schon echt gut leer. Ups. Ich mag den halt so gerne, weil er halt irgendwie das macht, was ein Primer machen soll. Ich finde, der lässt das Make-up viel schöner aussehen. Ich bereite es übrigens mit meinen grauenvollen Händen. Ich habe mir überlegt, mal wieder Gelnägel zu machen. Und ich persönlich mag es nicht, wenn die Gelnägel so kurz sind. Wenn ich Gelnägel habe, dann sollen das Krallen sein. Also wirklich richtige... Versteht ihr? Aber wir sind gerade vom Thema abgekommen. Was ich sagen wollte, ich mag den Primer, weil er eben das Make-up so schön aussehen lässt. Und er ist feuchtigkeitsspendend, was ich an einem Primer immer sehr gut finde. Das heißt, wenn ihr trockene Haut habt oder so, dann ist natürlich ein feuchtigkeitsspendender Primer sehr sinnvoll. Der Primer lässt auch keinen weißen Schleier, wie ihr seht. Ihr müsst den halt gut verteilen. Ich mache das, wie gesagt, immer mit den Händen, weil ich finde, das geht am besten. Also wie man schon raushören konnte, der Primer kriegt von mir ein... dreifachen, fünffachen, zehnfachen Daumen nach oben. Diesen Primer würde ich wirklich jedem empfehlen. Allgemein die ganzen Produkte, die ich hier zeige, sind wirklich auch für Anfänger geeignet. Der Primer kriegt von mir einen riesigen Daumen nach oben, den liebe ich und den solltet ihr euch ganz dringend anschaffen. An dieser Stelle unbezahlte Werbung.
Nach Primer kommt natürlich die Foundation. Hier habe ich zwei Stück. Und zwar ist es die Stay All Day 16 Stunden Long Lasting Foundation. Und die finde ich eigentlich ganz gut von der Formulierung, aber die Farbe, die mir passt, ist mir leider viel zu gelb. Also ich kann die euch mal swatchen. Also das ist so die hellste Farbe, die es bei uns gab. Und die ist wirklich so richtig Simpsons-gelb auf meiner Haut. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Ich probiere es euch mal gut zu demonstrieren. Also ich weiß nicht, ob ihr es gut erkennen könnt, aber die ist wirklich viel, viel, viel zu gelb für meine Haut. Deswegen werde ich die heute nicht benutzen, aber ich wollte sie euch trotzdem mal gezeigt haben. Aber welche Foundation ich von Essence wirklich immer wieder benutze und ich auch dauernd nachkaufen muss, ist diese hier. Die habe ich übrigens auch wieder ganz neu nachgekauft. Und zwar ist es die Pretty Natural Hydrating Foundation mit Hyaluronsäure, Aloe Vera, 24 Stunden Long Lasting. Wen willst du verarschen? Keine Foundation auf dieser Welt hält 24 Stunden. Und wer trägt 24 Stunden Make-up? Gibt es wirklich jemanden, der mit Make-up schläft und dann denkt, hoch, lass ich mal meine Foundation drauf, damit ihr so Unreinheiten bekommt wie ich? Wieso schreiben Marken immer drauf, wie lange die haltbar sind, die Foundation? Also wie lange man die tragen kann? Verstehe ich nicht. Das ist aber wirklich bei jeder Marke so. Warum schreibt ihr das da drauf? Ich liebe euch, aber wieso? Ich habe die Foundation in der Farbe 030 Neutral Ivory. Und was ich noch ganz wichtig erwähnen wollte, die komplette Marke Essence ist cruelty-free, also tierversuchsfrei. Die testen nicht an Tieren. Die testen nicht nur in Europa nicht an Tieren. Die testen weltweit nicht an Tieren, was ich ganz wichtig finde. Und die meisten Produkte von Essence sind auch vegan, so wie die Foundation zum Beispiel. Der Primer war vegan. Ich glaube, die Augenbrauenprodukte waren auch vegan. Also die setzen sich wirklich ein, damit sie halt auch auf ihre Umwelt achten. Und das finde ich voll wichtig. Ich persönlich trage meine Foundation immer am allerliebsten mit einem Beauty Sponge auf. Das wisst ihr bestimmt, weil ich immer so die Beauty Sponge Testerin auf TikTok bin. Und hier hat Essence auch einen Beauty Sponge. Und zwar ist es der Essence Makeup and Baking Sponge. Leider schläft mein Freund schon, sonst würde ich ihn fragen, ob er meinen Make-up Sponge nass macht, weil ich ein bisschen fauli bin. Aber ich würde sagen, wir machen den richtigen Faulheits-Mensch-Move, den es gibt. Wir sprühen den einfach mit Setting Spray an. Also wenn ihr zu faul seid, um ans Waschbecken zu gehen, sprüht einfach euren Schwamm mit Setting Spray. Why? Okay, also sprüht einfach euren Schwamm ein bisschen mit Setting Spray an. Und viele fragen mich auch immer, warum man einen Sponge nass machen sollte. Also erstens wird der Sponge durch das Wasser viel, viel weicher. Und man kann viel besser die Foundation einblenden, anstatt mit so einem harten Klotz. Der Beauty Sponge von Essence mag ich übrigens persönlich auch sehr gerne. Ich finde, damals, also ganz damals, hatte Essence mal nicht so einen guten Beauty Sponge. Aber der jetzige ist richtig gut und den kaufe ich auch immer wieder nach, weil man soll Beauty Sponges ja, glaube ich, immer alle 3 Monate wechseln oder jeden Monat. Wahrscheinlich jeden Monat. Ich glaube, das macht wirklich keiner von euch. Hand aufs Herz. Wer von euch schmeißt seinen Beauty Blender nach 3-4 Wochen weg? Das macht wirklich keiner. Ich mache das auch nicht. Exposed, exposed. Mit dem Beauty Sponge verteile ich jetzt die Foundation. Und wie der Name schon sagt, Pretty Natural, ist es eher eine natürlichere Foundation. Das heißt, meine Unreinheiten werden nicht komplett abgedeckt werden. Ich schaue hier wieder in den Spiegel, also nicht wundern. Also ihr seht schon, meine Unreinheiten kommen noch durch. Aber trotzdem ist die Foundation extrem schön. Momentan finde ich es tatsächlich auch ein bisschen schöner, wenn die Haut so ein bisschen durchscheint. Also bei mir muss es nicht komplett eine hohe Deckkraft haben. Vor allem im Sommer finde ich es extrem unangenehm, so eine Full Coverage Foundation auf dem Gesicht zu haben. Und ich habe mich mittlerweile auch ein bisschen mehr mit meinen Unreinheiten angefreundet und zeige mich auch immer öfters ohne Filter auf meiner Instagram-Story. Deswegen finde ich es eigentlich ganz schön, wenn die Foundation nicht so eine riesen hohen Deckkraft hat. Und die Foundation hat wirklich ein unnormal schönes Finish. Ich habe High-End Foundations für 40 Euro hier und die schauen bei weitem nicht so schön aus wie diese Foundation. Hier übrigens wieder super für Jüngere geeignet. Also wenn ihr so gerade anfängt, euch zu schminken oder so, oder so ein bisschen Make-up für die Schule auftragen wollt, dann schaut euch unbedingt mal die Foundation an. Die ist auch nicht teuer, die kostet, glaube ich, 3,50 Euro.
Aber den genauen Preis schreibe ich euch natürlich auch wieder hin. Und die kann ich euch echt empfehlen. Ihr seht es ja selber. Die hat echt ein wunderschönes Finish. Was ich zur Foundation noch sagen kann, die fühlt sich absolut nicht schwer auf der Haut an. Also die hat ein super leichtes Tragegefühl. Setzt sich nicht in meine Fältchen ein, wie ihr seht. Also auch am Nasenflügel sitzt die unnormal schön. Die kommt nicht in meine Lachfalten, auch wenn ich so richtig lache, setzt sie sich nicht in meinen Lachfalten ab. Und das liebe ich, weil das machen so viele Foundations und die ist echt so ein richtiger Game Changer. Also The Essence hat in den letzten Jahren so heftig rausgehauen an Produkten, das ist so unglaublich. Damals war eher so Catrice meine Lieblingsmarke und mittlerweile seit mehreren Monaten und jetzt schon seit ein paar Jahren ist Essence einfach meine absolute Lieblingsmarke aus der ganzen Drogerie, habe ich ja vorhin schon gesagt. Und die Produkte funktionieren einfach super gut für mich. Die schauen einfach so gut aus. Und viele Essence-Produkte haben einfach einen High-End-Qualitätsstatus, finde ich. Das finde ich voll krass. Vor allem, wenn ihr daran denkt, die Marke Essence ist nicht besonders teuer. Kommen wir zu Concealer. Und hier habe ich zwei Stück. Ich denke, den hier kennt ihr alle, weil es auch ein extrem bekannter Concealer ist. Und zwar ist es der Essence Camouflage Concealer. Und da gibt es zwei Varianten. Einmal Healthy Glow. Also Healthy Glow und einmal Matt, also Matt und Glowy. Ich persönlich mag immer Glowy ein bisschen mehr, weil ich mag so matte Sachen nicht so gerne. Also ich mag auch Puder nicht so gern, was das Make-up extrem tot mattiert. Deswegen werde ich hier auf der einen Seite den Healthy Glow benutzen. Den trage ich einfach hier unterm Auge auf. Den liebe ich, der ist extrem leicht und der ist nicht parfümiert, das mag ich auch sehr gerne, weil ich es nicht besonders gerne mag, wenn Produkte parfümiert sind. Ich finde, das sticht immer zu arg in der Nase und ist total unangenehm. Deswegen an die Make-up-Marken da draußen, macht eure Produkte bitte immer parfümfrei. Weil die Foundation nicht so eine hohe Deckkraft hat, gehe ich noch ein bisschen über meine Unreinheiten. Der hat auch einen sehr schönen Applikator, der Concealer, mit dem lässt sich echt leicht arbeiten. Auf die andere Seite benutze ich den anderen Concealer von Essence und das ist mein absoluter Lieblingsconcealer. Also wirklich, ich habe Concealer da, die sind sehr teuer auch. Das wisst ihr bestimmt. Ich habe zum Beispiel auch den NARS Radiant Creamy Concealer, aber den benutze ich immer, deswegen ist der auch schon ein bisschen leerer. Und zwar ist es auch von der gleichen Reihe wie von dem Primer, der Skin Loving Sensitive Concealer. Bin mir ziemlich sicher, dass es die hellste Farbe ist. Hier ist nicht mehr so viel drin, weil ich den sehr oft benutze. Aber ich denke, ich kriege da noch genug raus. Der ist ein bisschen dunkler als der Camouflage Concealer, ihr seht es ja. Und den trage ich auf die gleichen Stellen auf. Wieder mit dem Beauty Blender wird das Ganze verteilt. Ich arbeite es einfach so in meine Haut und in die Foundation ein. Ich gehe mit der Foundation noch etwas über meine Augenlider, damit ich quasi alles einheitlich habe und meine Adern am Auge nicht rauskommen, weil wir ja natürlich noch Lidschatten machen werden. Vielleicht könnt ihr es erkennen, hier ist unter meinem Auge ist viel aufgehellter als hier drüben, einfach weil der Concealer viel deckender ist. Und er ist natürlich auch heller, deswegen scheint es hier alles ein bisschen heller als hier. Und hier ist alles ein bisschen mehr abgedeckter als da drüben, weil ich hier jetzt nicht mehr so viel Concealer aufgegeben habe. Aber ich denke, das bessere ich auch nochmal ein bisschen nach, damit das alles ein bisschen gleich ausschaut. Ganz kurze Unterbrechung nochmal zur Foundation. Ich habe nämlich gemerkt, ich habe vergessen, die Foundation zu bewerten. Also diese Foundation bekommt eigentlich so einen Daumen hoch, aber weil die Farbe für mich nicht passt und ich es besser fände, wenn die Farbrange ein bisschen größer wäre, gibt es einen Daumen runter und Daumen hoch und Daumen runter gibt einen mittleren Daumen. Und die Pretty Natural Foundation kriegt einen riesen Daumen nach oben auch, weil ich die sehr schön finde und für den Sommer perfekt geeignet. Und ich glaube auch, die Foundation ist für jeden Hauttyp etwas und auch für jedes Alter, deswegen hier auch einen Daumen nach oben. Zu dem Concealer kann ich nicht besonders viel sagen, ich mag beide mega gerne. Ich finde den Skin Loving Sensitive Concealer ein wenig besser, weil ich momentan es nicht so gerne mag, wenn es extrem aufgehellt unter meinem Auge ist. Deswegen kriegen beide einen Daumen nach oben, aber der hier, der Skin Loving Sensitive Concealer von Essence, bekommt einen Daumen nach oben mit Sternchen. Damit der Concealer nicht in meine Fältchen rutscht, werden wir jetzt Puder benutzen. Und von Essence gibt es ja dieses ganz berühmte weiße Puder. Das mag ich allerdings nicht so gerne, weil ich es nicht so gern mag, dass so ein weißer Schleier auf meiner Haut liegt. Deswegen benutze ich jetzt das hier. Das ist das Skin Loving Sensitive Mineral Powder. Den mag ich sehr gerne. Heißt es übrigens das Puder oder der Puder? Ich finde, es heißt das Puder.
aber ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr das sagt. Das Puder, ich gehe da einfach mit so einem großen Pinsel rein, klopfe ein bisschen ab und setze dann einfach unter meinem Auge und bei meinem restlichen Gesicht das komplette Make-up, also der Concealer und die Foundation. Das Puder habe ich übrigens in der Farbe 01 Translucent, aber ich finde, das hat so einen leichten Peach-Unterton. Deswegen, das ist nicht ganz translucent, finde ich. Ich finde, es hat ein bisschen Farbe. Ich finde eben auch, dass es ein bisschen einfärbt. Darauf muss man ein bisschen achten. Ich habe heute vegane Tortellini gemacht und ich habe echt Lust, ein bisschen zu snacken. Seht ihr das? Das sind einfach Tortellini und zwar vegane Tortellini, denn im Moment gibt es bei Lidl richtig geile Aktionsprodukte, die alle vegan sind. Und ihr wisst vielleicht, ich bin Veganerin, also ich esse keine tierischen Produkte und die sind so lecker. Nach dieser kurzen Snackpause machen wir weiter mit Bronzer. Und zwar habe ich hier den Hello Good Stuff Bronzer, Matte and Glow Bronzer. Also hier sind quasi zwei Seiten, unten ist er matt, oben ist er glowy. Und der ist schon richtig schön pigmentiert und das ist ein wunderschöner Bronzer. Also wirklich, ihr seht ja selber, der Bronzer ist nicht zu stark pigmentiert, so dass man ihn einfach richtig schön aufbauen kann. Aber er stinkt einfach. Ich finde den so unangenehm in der Nase. Deswegen benutze ich ihn nie. Würde Essence diesen Bronzer nochmal rausbringen, ohne das Parfüm, dann hätte es schon bei mir Hit the Pan. Also wenn jemand das nicht weiß, Hit the Pan heißt, wenn man den Boden von dem Produkt schon sieht. Nämlich das bedeutet, dass man den sehr oft benutzt. Der Bronzer kriegt... An sich ist das Produkt gut, deswegen würde ich eigentlich einen Daumen hoch geben. Aber ich benutze es nicht, weil ich den Gestank extrem schlimm finde. Deswegen Daumen runter und dann wären wir wieder bei einem mittleren Daumen. Also wenn euch Parfüm oder halt Geruch an einem Make-up-Produkt nicht stört, dann solltet ihr euch den unbedingt anschauen, weil der ist wirklich wunderschön, ihr seht es ja. Aber ich persönlich kann ihn einfach nicht benutzen, weil es mich in der Nase zwickt. Ich muss euch was gestehen, ich probiere zum ersten Mal, glaube ich, die Essence Blusher aus. Ich schäme mich ein bisschen dafür, weil ich weiß, von ganz, ganz vielen von euch ist dieser Essence Blush einfach der absolute Liebling. Die sind schon sehr unterschiedlich. Die Nummer 80 ist eher so ein Peachton und die Nummer 40 ist eher so ein rosa Rosenholzton. Und ich habe eher gerade den Vibe zu rosa, deswegen werde ich den hier benutzen. Und werde den ein bisschen auf meine Backen... Wow, seht ihr das? Da kommt schon direkt Pigment auf meine Backen. Also das ist ja jetzt quasi ein First Impression zu den Blushes und bis jetzt gefällt er mir richtig gut. Also die sind wirklich sehr pigmentiert. Blush ist auf jeden Fall genug aufgetragen. Wir machen weiter mit Highlighter. Ach, ganz kurz, ich muss natürlich noch den Blush bewerten. Dieser Blush hier kriegt auf jeden Fall, also die Nummer 40 kriegt auf jeden Fall einen Daumen hoch von mir. Ich finde, er war sehr preiswert. Also die sind ja nicht teuer. Ich glaube, die kosten 2,45 Euro. Und dafür hat er einfach mega schöne Arbeit geleistet. Das schaut richtig, richtig schön aus. Der gibt schön Farbe ab. Und er sieht trotzdem, finde ich, irgendwie natürlich aus. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie die andere Farbe ist, also der Peach-Ton. Aber ich gehe mal davon aus, auch weil ihr den einfach so sehr liebt, dass der genauso gut sein wird. Deswegen kriegt er einen Daumen nach oben von mir. Heute habe ich mir einen ganz, ganz neuen Highlighter gekauft von Essence. Normalerweise kenne ich immer nur Clay's Donut, heißt er, glaube ich. Aber jetzt habe ich mir diesen hier gekauft. Den habe ich ehrlich gesagt heute auch neu entdeckt. Und zwar habe ich den in der Farbe 01 Mesmerizing. Keine Ahnung. Ich habe ihn auf jeden Fall in der 01. Der schaut richtig schön aus. Ich gebe den noch so ein bisschen unter meine Augenbraue. Und es ist ein richtig schöner Highlighter. Das ist eher so... ein Schimmer-Highlighter, also der hat nicht so richtige Glitzerpartikel und der sieht so ein bisschen aus, als wäre das Gesicht nass, also das nennt man so Wet Look und es gefällt mir richtig gut, das ist auch meine liebste Art von Highlighter. Den Highlighter kann man auf jeden Fall wunderschön aufbauen, das gefällt mir richtig gut. Also es ist nicht so, wenn man reingeht und dann direkt so einen Streifen im Gesicht hat, weil ich finde es nicht besonders schön. Und den kann man richtig schön aufbauen, das gefällt mir extrem gut eben. Ich gebe den auch so ein bisschen auf meinen Nasenrücken und auf meine Nasenspitze. Das war ein bisschen viel jetzt. Das müssen wir mit Bronzer wieder fixen. Aber ich habe hier einen kleinen Tipp noch für euch. Wenn ihr wollt, dass der Highlighter stärker rauskommt, dann müsst ihr einfach euren Highlighterpinsel ein bisschen mit Fixing Spray ansprühen, so dass er ein bisschen nass ist. Dann könnt ihr nochmal in den Highlighter reingehen. Der Highlighter ist dann viel pigmentierter, also ihr seht es schon. Aber wenn ihr wirklich sowas schön findet, also wenn ihr einen richtig krass pigmentierten Highlighter wollt, dann könnt ihr auf jeden Fall mal probieren, euren Highlighterpinsel zuerst ein bisschen zu besprühen
und dann in das Produkt zu gehen, nämlich dann kommt der Highlighter ein bisschen stärker raus. Highlighter finde ich auf jeden Fall schön, habt ihr überhaupt nichts dran auszusetzen. Würde ich mir tatsächlich auch wieder kaufen und würde ich auch so benutzen, deswegen kriegt auch der Highlighter von mir einen Daumen nach oben. Es ist endlich an der Zeit, zu Lidschatten zu kommen. Hier habe ich zwei Lidschattenpaletten von Essence. Einmal eine Lidschattenpalette, die im Standardsortiment ist. Und zwar ist es die Out in the Wild Eyeshadow Palette. Die schaut so aus. Das ist eine sehr natürliche Palette, also eher so Brauntöne und ein bisschen grün so. Also hier, dieser Ton hier ist etwas grünlicher, aber allgemein ist es halt eine sehr natürliche Palette. Und dann habe ich noch eine aus der aktuellen LE, und zwar ist es die Vintage Beach Collection, also das ist die Palette aus der LE, und die schaut so aus. Und weil die gerade aktuell ist, werde ich, denke ich, die hier heute benutzen. Ich werde ein ganz einfaches Augen-Make-up schminken, was ihr alle nachmachen könnt. Und zwar werde ich zuerst in diesen Braunton hier gehen, das ein bisschen abklopfen, weil die Lidschattenpalette ist echt pigmentiert, und dann in meinem äußeren Winkel von meinem Auge aufgeben und ein bisschen nach innen verblenden. Ich werde wirklich nichts Spezielles schminken. Ich werde einen ganz einfachen Look, wie gesagt, schminken. Ihr seht, ich verblende den wirklich bis zu meinem inneren Auge und ein bisschen schon hoch, aber nicht zu sehr, weil ich finde es persönlich nicht immer so schön, wenn der Lidschatten extrem hoch ist. Das sind wunderschöne Farben, die lassen sich wunderschön ausblenden und es gefällt mir richtig, richtig gut. Ich möchte so ein bisschen peachig halten, deswegen werde ich hier unten noch in diese Farbe hier gehen. Das ist nämlich so ein Peach-Ton und den setze ich so ein bisschen außen hin. Also ich verblende quasi mit dem Peach-Ton ein bisschen das Braun und die bekommt ihr halt aktuell in der neuen Essence LE. Also das war jetzt wirklich kein Hexenwerk und ich würde sagen, wir gehen jetzt noch in einen Schimmerton, weil ich möchte es halt nicht so wild heute haben. Also ich möchte es halt sehr einfach halten heute und ich werde jetzt mit so einem Pinsel, der ist übrigens auch von Essence und zwar ist es aus der Love is Love Kollektion, also von dem Bright Month. Ja, ich werde in dieses Shimmer Peach hier reingehen mit dem flachen Pinsel und es mir einfach hier, wow. Also wisst ihr jetzt, was ich meine? Dass Essence einfach verdammt gut ist. Schaut euch mal diese wunderschöne Farbe an. Gefällt mir unnormal gut. Wenn ihr den Schimmerton ein bisschen intensivieren wollt, dann könnt ihr auch eure Finger nehmen, weil die Finger nehmen das immer so ein bisschen mehr auf. Und einfach auf euer Lid. Das ist einfach so eine wunderschöne Farbe. Wow. Wow, wow, wow. Leute denken, ich kriege Essence in den Po. Das stimmt nicht. Ich habe es nicht nötig, irgendjemand in den Po zu kriechen. Aber wenn ich etwas mag, dann sage ich das auch, weil man kann auch mal Dinge sagen, die einem gefallen. Und man muss nicht immer haten und irgendwas schlecht machen. Deswegen, ihr seht ja selber, wie gut es funktioniert. Ich bin jetzt nochmal in das Braun gegangen und blende das so ein bisschen noch in das Glitzer ein, damit es halt so einen schöneren Übergang hat. Und das ist auch schon ein Alltagslook. Ich gehe nochmal hier in diesen Braunton und gebe den mir ein bisschen unten hin. Und verbinde das mit dem oberen Lidschatten. Das mache ich natürlich auch hier. Was ich jetzt noch zuletzt mache, ich gehe nochmal in diesen Peach-Schimmerton und gebe den mir in den Innenwinkel hier, damit da so ein Leuchtpunkt ist quasi. Die Palette aus der LE bekommt auf jeden Fall einen Daumen nach oben von mir. Die hat für mich sehr gut funktioniert und ich habe mich absolut in diesen Peach-Ton verliebt. Deswegen, die würde ich euch sehr ans Herz legen. Wenn ihr die LE vielleicht noch seht auf dem Aufsteller, dann schaut da auf jeden Fall vorbei, damit ihr nichts verpasst. Und dann können wir auch schon weitermachen mit der Wimperntusche. Diese Mascara hat gefühlt auch jeder zu Hause, weil die ist super, super beliebt. Und zwar ist die Lash Princess Mascara in dieser grünen Verpackung. Für mich macht dann Wimpern nicht so besonders viel aus, weil ich meistens Lashes trage. Ich habe auch Lashes von Essence hier, die ich auftragen werde. Also Wimpern spielen bei mir nicht so eine große Rolle, weil ich meistens Lashes trage, also Wimpern. Aber wenn ich natürlich mal keine Lust auf Wimpern habe, dann mag ich die Essence Mascaren, es gibt ja mehrere von Essence, auf jeden Fall auch sehr gerne. Die Mascara von Essence verlängert auf jeden Fall die Wimpern und ist echt richtig schön schwarz. Das gefällt mir unnormal gut und ist richtig wild. Für mich ist es jetzt nicht so eine wichtige Kategorie, aber ich mag die Mascara, deswegen Daumen nach oben. Und jetzt kommen wir zu meiner absoluten Lieblingskategorie von Essence. Und ich finde, da hat Essence einfach was richtig Krasses rausgehauen. Und zwar sind es die Lashes. Die gibt es seit einigen Monaten jetzt. Die war falsch rum. Und diese Lashes sind so krass gut. Die sind erstens extrem preiswert, also ich glaube, die kosten 2,95 €. Genauer Preis steht wie immer da. Aber
Diese Lashes haben krasse High-End-Qualität. Ich habe Lashes von Melody Lashes hier. Ich habe Lashes von Huda Beauty hier. Ich hatte sogar mal so einzelne Wimpern von Charlotte Tilbury da. Und ich muss sagen, diese Wimpern toppen alles. Ich liebe die, ich kaufe die immer wieder nach. Und ich habe jetzt hier drei Varianten. Und zwar einmal habe ich die Nummer 01, oh mein Gott. Dann habe ich die Nummer 02. Und dann habe ich die Nummer 04 Stunning. Und ich werde jetzt hier diese in der lilanen Verpackung nehmen, weil ich persönlich die am allerschönsten finde. Also das sind meine absoluten Lieblinge von Essence. Die Wimpern sind mir meistens immer ein wenig zu groß, deswegen werde ich den hinteren Teil abschneiden. Wenn die Lashes zurechtgeschnitten sind, gebe ich ein bisschen Kleber auf, der ist auch inklusive bei den Lashes. Und lasse die erstmal für ein paar Sekunden antrocknen. Und wenn der Kleber etwas angetrocknet ist, lege ich die einfach ganz easy drauf. Die haben auch echt ein relativ dünnes Wimpernbändchen, das heißt, man kann die echt leicht anbringen. Wenn die Lashes an der richtigen Stelle sitzen, dann nehme ich meine Finger und presse meine echten Wimpern noch an die Fake Lashes dran, damit die ein bisschen besser halten. Vor allem vorne wollen die echt gerne ein bisschen sich lösen. Das sieht man hier. Und so schauen die fertigen Wimpern dann auf den Augen auf. Mir gefallen die unnormal gut. Ich mag alle Styles, aber die lilanen sind eben meine liebsten. Deswegen kriegen alle Styles einen Daumen nach oben, aber die lilanen kriegen 100 Daumen nach oben. Damit ich es kurz erwähnt habe und es nicht vergesse, Essence hat natürlich auch ganz bekannte Eyeliner. Und zwar ist es der Liquid Ink Eyeliner. Hier gibt es ihn einmal in schwarz und einmal in braun. Ich mag beide unfassbar gerne. Aber vor allem den braun, der ist relativ neu noch. Und den benutze ich sehr, sehr gerne für natürlichere Looks oder allgemein, wenn ich Eyeliner tragen will, aber es nicht zu auffällig sein will, weil der ist echt sehr natürlich. Ich kann euch beide Eyeliner unnormal ans Herz legen und würde auch beiden einen Daumen nach oben geben. Und bei Lippen möchte ich mein Lieblingsprodukt benutzen momentan. Und das ist ein Lipgloss von den Extreme Shine Lipglossen. Es gibt ja jetzt ganz, ganz viele neue, beziehungsweise haben die nur das Packaging geändert, soweit ich weiß. Ich habe eigentlich gedacht, es wären ganz, ganz neue Lipglosse, aber es ist nur die Verpackung, die sich geändert hat. Doch das macht ja eigentlich nichts. Ich mochte die alte Verpackung, ich mag aber auch die neue Verpackung sehr gerne. Aber noch mehr mag ich natürlich den Inhalt, weil ihr seht schon, die Essence Lipglosses sind super schön pigmentiert. Ich mag die Farbauswahl extrem. Das hier ist meine Lieblingsfarbe. Das ist die Farbe 09 Shadow Rose. Übelst schön. Das ist so ein Nude-Ton, was aber so ein bisschen Glitzer hat. Und das war es dann eigentlich auch schon. Wirklich, die sind super schön und leicht auf den Lippen. Ich finde, die halten auch sehr lange. Und die Essence Lipglosses sind wirklich auch einer meiner absoluten Lieblingsprodukte von Essence. Und die Farbe mag ich halt besonders gerne. Deswegen natürlich auch wieder einen Daumen nach oben. Jetzt kommen wir endlich zum letzten Step. Und zwar ist es Fixing Spray oder Setting Spray, wie auch immer man es nennen möchte. Das hier habe ich noch nie ausprobiert. Ich habe es heute zum ersten Mal in der Drogerie richtig wahrgenommen und ich habe es direkt mitgenommen. Und zwar ist es das Fix and Last 18 Stunden Make-up Fixing Spray. Ich bin sehr gespannt, wie das ist. Ich hatte mal ganz damals einen Setting Spray von Essence, aber das hat mir nicht gefallen, weil der Sprüher sehr so war. Also der war so sehr stark und ich mag beim Setting Spray lieber, wenn es so ganz fein ist. Oh, ich werde das nicht mögen. Also seht ihr, was ich meine? Das ist so richtig Boom in dein Gesicht und es ist gar nicht fein. Aber wir werden es jetzt trotzdem mal auftragen. Also, das fühlt sich wirklich so an, als würde mich jemand mit einem Wasserschlauch abspritzen. Der Geruch von dem Setting Spray geht noch. Also es ist jetzt nicht penetrant oder so. Aber ich finde den Sprühnebel überhaupt nicht gut. Das ist wirklich so, als würde dich jemand so mit dem Wasserschlauch abspritzen. Deswegen, auch wenn es gut ist oder gut sein könnte und es das Make-up richtig haltbar macht, würde ich es trotzdem nicht benutzen, weil für mich ist Setting Spray immer so Luxus irgendwie. Ich kann euch zum Beispiel im Vergleich das mal von Selena Gomez zeigen. Also das ist zum Beispiel ein Setting Spray, das ist super fein. Seht ihr das? Das ist wirklich richtig, richtig fein und es riecht richtig geil nach Spa. Und deswegen würde ich das hier nicht benutzen, einfach weil es boom. Es ist einfach, es ist zu viel. Es ist nicht angenehm. Deswegen kriegt das Setting Spray von mir einen Daumen runter.
Das war jetzt das Video Full Face Essence, also ganzes Make-up nur mit Essence-Produkten. Hauptsächlich waren die Produkte wirklich sehr gut. Die meisten haben einen Daumen nach oben von mir bekommen. Manche haben so einen mittleren Daumen bekommen. Und ich glaube, nur zwei Produkte einen Daumen nach unten. Auf jeden Fall das Setting Spray war nicht so mein Fall. Und der Augenbrauenpinsel, also dieser mit dem dickeren und mit diesem Schwämmchen, fand ich auch gar nicht gut. Das kriegt auf jeden Fall auch einen Daumen runter von mir. Aber sonst war alles super schön. Ich finde auch, der Look kann sich unnormal sehen lassen. Das sieht wirklich sehr natürlich aus. Ich kann es doch mal so zeigen. Also es ist wirklich ein sehr natürlicher Look. Ich würde so auf jeden Fall rausgehen. Essence ist wirklich eine super tolle Marke. Also ich habe eigentlich gar nichts zu meckern. Es gibt immer irgendwie Produkte, die man von einer Marke nicht so gut findet. Aber wirklich hauptsächlich war nur richtig Tolles dabei. Wenn ich das mal mit einer anderen Marke machen soll, dann stimmt jetzt auf jeden Fall mal ab. Ich habe noch Catrice im Kopf oder Maybelline. Also schreibt jetzt mal in die Kommentare, Maybelline oder Catrice, was wollt ihr als nächstes sehen? Nämlich dann würde das nächste Woche am Donnerstag kommen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet, diesem Video auch einen Daumen nach oben geben würdet. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr auch die Glocke aktivieren würdet, weil dann würdet ihr niemals was verpassen, wenn ich was hochlade. Seid bitte lieb zu euren Mitmenschen und bis dann. Tschüss!